Grüezi, liebe Fußballfans, meine sehr verehrten Damen und Herren, besorgte Mitbürgerinnen und Mitbürger. Ich bin der Sepp Blatter, der Präsident des Weltfußballverbands, auch in Fachkreisen bekannt als der sprechende Geldkoffer. Sie wissen vielleicht, ich bin ein kranker Mann, ein sehr kranker Mann. Ich leide seit längerem an einem äußerst hartnäckigen und schmerzhaften Katarrh. Und wir bei der FIFA, wir wissen sehr genau, das Leben ist ein Geben und Nehmen. Und deswegen nehmen wir nicht immer nur, nein, wir lassen uns auch gerne mal etwas geben. Ja, Verbrechen, Korruption, Betrug, alles unter einem Dach. So geht's bei der FIFA zu. Schlimmer als in Offenbach. Ach, wie gut, dass niemand weiß, dass ich jeden hier bescheiß. Ich möchte nicht alles schönreden hier, meine sehr verehrten Damen und Herren. Nein, weiß Gott, wir haben auch Fehler gemacht. Also die Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaften an Russland und Katar vielleicht. Ach, ob wir das noch einmal so machen würden, ich glaube es nicht. Also jetzt nicht wegen Menschenrechten oder Sklaven auf den Baustellen. Nein, wir haben ein ganz anderes Problem. Denn das Problem ist, nach Russland und Katar gehen uns jetzt langsam die Schurkenstaaten aus. Also wo sollen wir denn die WM 2026 zum Beispiel noch veranstalten? Wo ist das denn noch so richtig scheiße auf dieser Welt? Saudi-Arabien, Nordkorea, Sachsen, ich weiß es nicht. Und für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 gab es ganz viele Aspekte zu berücksichtigen. Vor allem die Frage, wie können wir es sicherstellen, dass alle FIFA-Funktionäre ohne Schwierigkeiten an diesen Spielen teilnehmen können? Und wo finden wir eine grundlegend korrupte, verbrecherische Grundstruktur, die einen reibungslosen Ablauf garantiert? Ladies and Gentlemen, the 2026 FIFA World Cup will be organized in JVA Bräungesheim.